Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity Deadfire. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann lasst mir gerne einen Kommentar, Like oder ein Abo da. Und wir schauen jetzt hier in das leuchtende Adra-Becken. Und es geht direkt die Post ab. Was ist hier los? Du dahin. Aha. Fledermäuse. Oder Imps, besser gesagt. So, runter mit euch da. Schön nachrücken. Und ein Imp ist noch übrig. Alles klar, alle down. Alles einsacken. Da ist noch ein Imp. Vasen. Leuchtender Adra-Staub. So. Kann ich hier irgendwas machen? Ich glaube nicht. Okay, wir gehen wieder raus. Das war ein kurzer Besuch, der uns ein paar Erfahrungspunkte beschert hat. Und wir ziehen weiter Richtung hier Dingensbummens, untere irgendwas. Arena Unterebene, so hieß das. Und schauen uns da mal um, was uns hier erwartet. Hoffentlich jede Menge gute Beute und Erfahrungspunkte natürlich und vielleicht Weltfrieden oder sowas, keine Ahnung. Bam, 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 bam. Und da sind wir drinnen. So, was ist hier los? Schauen wir uns mal langsam aber sicher um. Arme Narren. So, mal kurz die Map hier abchecken. Ich denke, wir gehen einfach mal da rein und schauen uns hier mal kurz um. Eine Kiste. Give it to me, baby. Verbindung, Lösung, Schiffszwieback. Uiuiui. Ist hier noch irgendwas für uns? Beesknochen. Beesfleisch. Bringt uns das? Was bringt uns das? Okay, so. Diesen Raum hätten wir durch. Nach unten oder nach oben? Gehen wir nach unten. Lalala, da können wir was untersuchen. Gepriesen sei der kühne Avarix, Meister der Klinge. Okay. Oh, was ist das? Ist das ein Rätsel? Nein, okay. Doch, irgendwie muss ich hier wahrscheinlich irgendwas machen. Diese schön gearbeiteten Bronzestücke scheinen Feuerschalen zu sein. Die Innenseiten der Metallblätter sind rußig und unter einem verzierten Grill siehst du frische Kohle. Jemand hat diese erst kürzlich angezündet. Wenn du die Mittel dazu hättest, könntest du dasselbe tun. Wir können eine Fackel verwenden oder Flintstein und Zunder. Wir benutzen mal die Fackel. Dialog beenden. Und dasselbe mit der anderen Seite. Und dann öffnet sich diese Türe. Okay, es brennt. At least it didn't catch us by surprise. Okay, ich war das richtig? Nee, wir brauchen einen Hinweis. Was sagen denn unsere Notizen? Wir haben hier die Notiz an den Vorarbeiter. Rechtsklick. Einer der Arbeiter hat dieses alte Adra-Medaillon gestern in der unteren Etage ausgegraben.
Ich bezweifle, dass Oderis Interesse daran hat und nebenbei sieht es wertvoll aus. Wäre schön, die Männer mit einem Bonus zu überraschen. Okay, das war dieses. Okay, Münzen, das ist uninteressant. Was haben wir hier? Tagebuchseite. Was auch immer Oderis mit der letzten Charge gemacht hat, es funktioniert. Wir beobachten eine sehr viel höhere Essenzkonzentration im geernteten Adra. Ich wünschte, er würde uns allen verraten, wie er das angestellt hat. Einer unserer Huana-Arbeiter hat bei dem Transport einer Kiste den Stromschlag seines Lebens bekommen. Und dazu kommt noch der eine, der letzte Woche blind geworden ist. Alles, was Oderisi dazu zu sagen hat, ist, dass sie unvorsichtig waren oder wären. Ich bezahle die Familien dieser Insulaner immerhin aus eigener Tasche. Wenn das so weitergeht, werde ich der Idiot sein, der mit weniger Geld aus dieser Unternehmung hervorgeht, als ich anfangs hatte. Okay. So, was ist das hier? Auf dieser kleinen Gäbe ist ein Bild von drei Sternen eingraviert. Die Abnutzung auf einer Seite lassen darauf schließen, dass sie häufig bei inbrünstigen Gebieten gehalten wurde. Okay, was haben wir noch? Okay, das bringt uns auch nichts. Wir müssen irgendwie diese richtige... Reihenfolge herausfinden. Das war's nicht. Ah, du sollst nichts benutzen. Unter der Bär. Happy to oblige. Wie mache ich denn das jetzt? Was? Auf der Halskette sind drei Sterne eingraviert. Sieh die mal an. Dann machen wir einen kurzen Speicherstand. Okay, das bringt uns irgendwie auch nichts. Wenn ich das genau untersuchen könnte, würde mir das vielleicht helfen. Warum hast du eigentlich keine Waffe? Ach so, stimmt, wir können ja mit ihr auch die Armbrust spielen. Ah, verdammt. Sure thing. Wobei, sie hat die Halskette jetzt an. Aber ich glaube nicht, dass wir da einfach da reinlaufen können. Nee. Ja, nee. Verdammt. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Hinweis finden. Oh, was ist denn hier los? Schwarzpulverfass, das ist gut. Da ballern wir einfach mal drauf. Oh, und das hat Eder erstmal umgeknallt. Aber er steht wieder. Nice, erstmal heilen. Unnötig, okay. Die Explosion war heftig. Was haben wir hier? Bier, Rum, Hehl, Horn, alles mitnehmen. Ein verborgener Gegenstand, sehr schön. Türkis, okay. This calls for a subtle touch. Ja. I see where you're going. Mechanikfertigkeit ist zu niedrig. 2, 2. Schlossfertigkeit 4. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Breitaxt mitnehmen. Ja, ein Irrlicht.
even close. Sporling. Let's wash that down with an antidote. I'll teach you a lesson. Okay, der ist down, noch ein Irrlicht. Ich glaube, das war's. Feuchtspuren. Okay, dann haben wir hier Kupferhaufen. Kann ich da rein? Bringt mir nichts. Okay. Watch and learn. Was ist hier passiert? Die Wände hier sind nach innen eingestürzt und machen jedes weitere Vorankommen unmöglich. Aha. Hier werden wir auch von da gekommen. Okay. Dann haben wir da oben noch eine Passage. Kampfbeginn. Wo sind sie? Ah, da. Ich glaube, das war's mit dem Irrlicht auch schon. Okay. Random Geräusch. Also, da haben wir auch wieder ein paar Gefäße. Da ist was. Ein Pilz oder sowas. Oh, da geht's los jetzt. Einmal hierhin. Hierhin, hierhin, dahin. Und Feuer. Markierte Beute. Und der fällt auch um. Geriet. Okay. Das war's hier schon wieder. Okay. So, und dann geht's hier noch nach oben. Oh, was ist denn das? Anomalien. Einmal hierhin. Jeder kommt dahin. Der Bär kommt dahin. Du komm zurück. Und du komm auch zurück. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Einer down und der zweite auch fast down. Jawohl. Super. Geisterrest. Bum 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 bum. Okay, was haben wir hier? Noch gar nichts. Ah, sieh mal einer an. Ja, ja. Knallt sie einfach weg. Ist ein Imp nur. Doch, der ist jetzt erledigt. So. Schriftrolle der kleinen Heilung, Goldobel. Gibt sie. Ah, da ist eine Kiste noch mit Fackeln und Flintstein und Zunder. Das wären unsere Hilfsmittel, falls wir nichts dabei gehabt hätten. Jede Menge Rohstoffe. Plus 5 Munition für Schiff anscheinend. Deiner Heiltrank. Noch ein Tisch. Visilerhut. Tagebucheintrag. Wer hat das Zeug? Eine gute Frage, ne?
Ah, Seite 1 von 2. Okay, verstehe. Tagebucheintrag, Tagebucheintrag. Wo ist das Ding? Wo ist das? Haben wir das irgendwie? Questgegenstände? Nee. Zutaten? Nee. Tränke, Verbrauchsgegenstände, Kleidung, Rüstung. Suchen. Tagebuch. Doof. Doro, der Unbekümmerte, hat sieben Bestien mit bloßen Händen besiegt. Was ist das für ein Symbol? Okay, ich glaube, ich verstehe. Das ist einmal das da. Ich glaube, wir brauchen da drei Dudes. Odorisi. Odorisi. Gibt's hier irgendwas? Diese grimmig aussehende Figur scheint mitten im Gang erstarrt zu sein und blickt in Richtung der mächtigen Adrasäule, die den Raum beherrscht. Die ausgestreckte Hand des bleichen Leichnams ruht auf der matten Oberfläche des Kristalls. Die Überreste einer Faust halten im festen Griff ein mit einer Lederschnur zusammengebundenes Bündel Papier. Einige weitere Seiten liegen verstreut auf dem Boden zu deinen Füßen. This one's ashen. Means he ain't got no soul for me to tend to, right? Als du die Papiere herausziehst, zerfallen die Finger, die sie gehalten haben, zu feinem Staub. Du hast einen Gegenstand erhalten. Oder Rieses Aufzeichnungen. Questgegenstand. Als du hier neben einer einsamen Figur stehst, hast du plötzlich ein ungutes Gefühl. Die Luft um dich herum, die Flocken von Asche und Staub, alles ist erstarrt. Das Gefühl wird noch unguter, als du zum Adra hochsiehst und fühlst, dass keine Energie in seine Oberfläche fließt. Als ob er vom Rad abgetrennt worden wäre. You place your hand against the pillar of luminous Adra. A dim, warm light emanates from the surface. But it feels cool to the touch. Pinpricks dance along your fingers, uncomfortable, but not painful. A woman's voice, scratchy, distant, and halting, echoes in your mind. Find your soul in him. You concentrate, peering into the Adra's energy as you would peer into a soul. Its inner light is blinding, but as you become accustomed to it, you perceive the core of the Adra itself. A churning mass of millions of soul fragments. With a jolt, the energy reaches out to you. The Angwithan ruin fragments around you, breaking into incoherent shapes and dissolving to dust, falling into an infinite well of dark gray vapor. Even the ground itself disintegrates into nothingness. All that remains is the murky expanse of the in-between. The Adra Pillar. And a skein of golden threads rooted in the pillar that extend far off into the distance. You focus on the threads. You catch glimpses of memories, your memories, mingled among the memories of thousands of other captive souls. The filaments begin to cohere, rapidly twining into a golden cord. With a muffled crack, the cord ripples outward in a violent wave toward the endless distance. The cord undulates over a space so vast that you lose sight of the wave before it finds its end. Then, a heavy creaking, like the sound of mountains shearing under their own weight, washes through the dull gloom of the in-between. A violent force yanks you along the cord at an incredible speed. The merch just as quickly as you were pulled forward, you stop. Suspended below a massive figure of ancient carved Adra. Like all Adra, it glimmers with energy, but the souls and memories within it are not flowing down. They churn in a vortex that burns at the heart of the statue's mass in some invisible engine. It is Aethys. The great golden cord terminates in his back.
sending pulses of energy throughout his limbs as they move. He walks in long, slow strides toward a brilliant pillar of Audra far in the distance. It shines even more brightly in the in-between than Aethys. From within the teeming throng of souls, dozens of eyes look out to you. Through the cord, their collective anguish and despair push at the edge of your mind. Help us! Please! Help us! Their voices echo in your mind. Somewhere within their ranks, you can feel the presence of your own soul slumbering deeper in the gyre. Nach den verlorenen Seelen greifen. You reach out to the lost souls, but the incredible power flowing through Aethys' body repulses you. Not even your Watcher powers can penetrate the massive tides of energy crashing through him. The souls sense your efforts and attempt to breach the surface of Aethys' body, but are instantly pulled back down into the deep well of the statue's heart, as though they were pried from the edge of a great precipice. Aethys' stride slows and stops. His head slowly pivots until its great burning eyes are cast back along the cord. As his gaze meets yours, you feel an overwhelming rush of incredible joy mingled with profound sadness. You have sensed similar anguish in lost souls, but never with this intensity. A soothing voice drifts into your mind. It takes great bravery to venture through the in-between, even for a Watcher. A swell of admiration radiates out from the god's heart, a force so intense that it momentarily overwhelms you. You do not need to follow me, for their sake or your own. Something beautiful is coming. Something that will save us all. A great light shines from Aethys's brow. So bright that even the souls within him flinch from the source, cowering in fear. Through the glare, you see Aethys's massive arm reach up to grasp the golden cord. The tether, carrying energy from the Audra pillar to him, that also suspends your consciousness. Gib mir meine Seele zurück. I still have need of it, but do not be afraid, Watcher. Dawn will come for us all in time. Aethys yanks on the golden cord, pulling it from his back. The cord tears into filaments that blacken and dissolve to dust. Without pause, he turns to resume his stride toward the distant pillar of Audra, shining on the boundless horizon. You hear the souls within him cry out for just a moment, before your consciousness is snapped away from them. The in-between goes dark. For a second, you feel a mix of nausea and a sensation like spinning and falling. Then the moment ends. Your consciousness has returned to the Angwithin arena. The world is sideways, the Audra pillar upside down. You flinch at the feeling that you're standing on the ceiling. The disorientation overwhelms you and you collapse to your knees next to the luminous Audra pillar. Jetzt habe ich das letzte weitergeklickt, weil es geleckt hat oder geruckelt hat oder was auch immer. Ja. Come on, we just got you back. Trotz seines zahlenden Tons siehst du wahre Besorgnis in Edas Augen. Ist alles in Ordnung? Ganz und gar nicht. Well, if you're not sure, now I'm worried. I've seen you commune with souls of the dead, but this looked altogether different. What happened? Sein Blick schweift auf den hell leuchtenden Adra. Ich habe Iotas gesehen und er hat mich gesehen. You... well, he... really? I knew it. I mean, that's great, Watcher. Ain't it? Xoti kann sich kaum beherrschen. Sie hüpft vor Aufregung und verhaspelt sich beim Reden. What did Gon say? Is he gonna meet us? What do we do next? He charged you with a divine calling, didn't he? Just like he's done for me. Alof nickt, dabei spielt ein leichtes Lächeln um seine Lippen. Er ging in Richtung einer anderen Säule leuchtenden Adras. How hard can it be to find in a chain of thousands of islands?
I wonder what he's after, and why he's been giving me these dreams. The things I've seen, they leave a mark on your soul. Trotz der warmen Luft reibt sie ihre Arme. I may not know what Gon's got planned for me, but clearly he wanted me to meet you. Arlo faltet seine Hände zu einem Dach und lächelt. Okay. Gehen wir mal hier wieder weg. Eingangshalle. Da unten war der erste Dude. Da oben war der zweite Dude. Wo ist denn der dritte Dude? Eingestürzte Halle. Genau, da war nix, ne? Ja, da war nix. Kommen wir mal kurz, ganz kurz darüber. War doch hier, oder? Der erste. Oder war das der hier? Ich möchte mir kurz die Symbole nochmal anschauen. Ich denke, das eine war das hier, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier war ein Symbol. Okay, das ist dann... das hier, ne? Also das hier und das hier. Halt! Da ist auch noch eins drauf. Das ist anders, okay. Also, wir haben dann einmal das hier. Und das hier und das hier. Jawohl, Feuer gelöscht. Und wir haben Loot. Gladiatorenschwert, einhändig, gut. Plus 15% Schaden, plus 4 Genauigkeit, 1 Durchschlagskraft, Gewehrsgrimm. Nehmen wir mal mit. So. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Das erste Rätsel auch gelöst. Zack. Interessant, interessant. Was ist hier los? Während dich die Seelen passieren, drehen einige von ihnen ihren Kopf in deine Richtung. Die meisten scheinen aber auf etwas unter dir fixiert zu sein. Auf die Adrasäule unter deinen Füßen. Einige nicken dankbar und erheben eine Hand zum Gruße. What do you see that I can't, Watcher? Seelen, Dutzende davon, vielleicht Hunderte, und alle von ihnen gehen zu der Adrasäule. All of them? Really? Die Streichgedanken verloren über ihren Lampenkäfig. Eine kleine Gruppe Seelen schart sich langsam um euch. Eine Seele aus der Gruppe steht etwas näher als die anderen und versucht deine Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Watcher, we'd like to come with you. Warum geht ihr nicht einfach zur Adrasäule? We would, and we appreciate that you showed us the way, but what if the Adra goes dark again before we reach the beyond? Die anderen Seelen huschen aufgebracht umher, sehen sich erst gegenseitig an und dann dich. Okay, kommt mit. Can I harvest the souls now? Arlof summt zustimmend. Ja, mach mal. Thank you for aiding my mission, Watcher. I just knew you'd help me if I followed you. Arlof nickt, dabei spielt ein leichtes Lächeln um seine Lippen, das kennen wir schon alles. Zuti verfüllt, die Seelen springen auf den Köder an, mehrere von ihnen ändern ihren Kurs und schweben durch den Laternenkäfig, worauf sie verschwinden. Thank you, Watcher. Ja. Okay. We will remain here to see to our dead. Okay, mach das mal. Ich verpiesel mich dann. Oh, war ich da schon drin? In der Trainingshalle? Nee. Oder?
Doch, ich glaube, da bin ich wieder rausgekommen. Kann das sein? Ja. Definitiv. Okay, meine Lieben, dann war es das auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar, Like oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao. Stairs to hide this door.